Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Auf der Erde aber herrschte das Chaos und die Finsternis. Mitten in die Finsternis sprach Gott, es werde Licht. Da wurde es hell und die Helligkeit nannte er Tag und die Dunkelheit Nacht. Das war der erste Tag. Gott sprach, das Himmelszelt solle sich aufspannen. So trennte Gott das Meer auf der Erde vom weiten Himmel. Das geschah am zweiten Tag. Dann befahl Gott, das Wasser auf der Erde soll zusammenlaufen und trockenes Land freigeben. Auf dem Land ließ er Pflanzen und Bäume wachsen. Das tat er am dritten Tag. Um Tag und Nacht zu unterscheiden, schuf Gott zwei Lichter. Die große Sonne für den Tag und den kleineren Mond und viele kleine Sterne für die Nacht. Und Gott gefiel, was er am vierten Tag geschaffen hatte. Und Gott sprach, ich will, dass die Meere und der Himmel von Leben erfüllt sind. Und so erschuf er alle Lebewesen im Meer und die Vögel, die unter dem Himmelszelt fliegen. Und Gott segnete das Leben am fünften Tag. Am sechsten Tag sprach Gott, auf der Erde sollen Tiere aller Art. Als Gott die vielfältigen Geschöpfe sah, fand er, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen erschaffen, die uns ähnlich sind. Und er schuf den Menschen als Frau und Mann. Er segnete sie und vertraute ihnen die ganze Erde mit all seinen Tieren und Pflanzen an. Und Gott schaute sich alles an, was er geschaffen hatte. Und es war gut. Am siebten Tag vollendete Gott seine Schöpfung und ruhte sich aus. Er segnete den siebten Tag und machte ihn heilig. So wurde alles geschaffen. Und es war gut, sehr gut.